Doldenblütengewächse zu bestimmen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und besonders dann, wenn noch keine Blüten zur Verfügung stehen. Wir machen einen kleinen Spaziergang, wo ich dir ein paar Doldenblütengewächse zeige, und zwar ohne den Blüten, das heißt nur die Bestimmung über die Blätter. Und wenn dir das interessiert, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann, dein Kräutermentor. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen uns ein paar Doldenblütengewächse anschauen, und zwar die Bestimmung über die Blätter. Aber ein Wort der Vorsicht. Bitte, 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 bitte beim Bestimmen bei Doldenblütengewächsen ganz, ganz, ganz genau aufpassen und vielleicht noch eine gewisse, ich nenne das konstruktive Paranoia dazu aufbauen. Bei den Doldenblütengewächsen, das weißt du vielleicht, gibt es wirklich giftige, tödlich giftige, wie zum Beispiel den gefleckten Schierling, den Wasserschierling, die Hundspetersilie oder sehr unangenehm freundliche, wie zum Beispiel den Riesenbärenklau, die Herkulesstaude, die, wenn du den Pflanzensaft auf die Haut kriegst, dann die Sonne dazu scheint, also UV-Strahlung einkommt und es macht so richtig richtige Blasen. Also da müssen wir wirklich ganz genau aufpassen. Daher das Wort der Warnung, bitte aufpassen. Und jetzt legen wir mal los und schauen uns die erste Pflanze der Doldenblüte an, nur mit den Blättern. Ja, fangen wir gleich einmal mit diesem Blatt hier an. Das ist schon relativ groß, also du siehst, da tut sich schon ein bisschen was. Das ist kein kleines Blatt mehr. Ich zeige dir dann auch kleine Exemplare. Und da wächst jetzt da so ein Kreuzlabkraut, ja, dazwischen durch. Also das wollen wir da natürlich nicht, sondern wir wollen uns nur dieses Blatt hier anschauen. Und wenn du dir das anschaust, an was erinnert dich das? Wenn du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, dann sage ich es dir gleich, es ist ein... Ich sag's noch nicht. Schauen wir jetzt nach unten. Also es ist ein zusammengesetztes Blatt. Also mit Teilblättern, sogenannte Fiederblätter. Es ist hier eine ganz deutliche Furchung zu sehen. Es sind auch Haare drauf und es ist auch rötlich. Mit so Blutspritzer. Also, ich greife das jetzt alles da so locker vom Hocker an. Wenn du dir noch nicht sicher bist, so wie ich, dass das ein Wiesenbärenklau ist, dann könnte es auch ein Riesenbärenklau sein. Und da ist es natürlich nicht gescheit, da so herumzuzupfen und das anzugreifen und den Pflanzensaft drauf zu kriegen, denn das wäre eine unangenehme Geschichte, wie ich schon eingehend erwähnt habe. Also aufpassen, ich weiß es, dass es ein Wiesenbärenklau ist, ich zeige dir jetzt dann nachher auch noch gleich ein anderes Blatt. Aber was für dich ganz entscheidend ist, wenn du Anfänger bist oder Anfängerin, wenn du einen Doldenblüter siehst, der da so rot ist und so rote Spritzer drauf hat und auch Borsten drauf hat, ja, und so große Blätter ausbildet, ja, dann Obacht, denn es könnte entweder ein Wiesenbärenklau sein, eher kein Problem, oder ein Riesenbärenklau in der Herkulesstaude, und dann wäre es unangenehm. Hier habe ich jetzt auch einen Wiesenbärenklau wiederum, ja, also der ist noch deutlich kleiner. Bei dem ist es so, dass er auch diese rote Färbung hier hat. Da sind schon auch ein paar Punkte dabei, wie du siehst. Ja. Wenn er dann älter wird, wird das komplett rötlich oder rötlicher, wahrscheinlich. Ja. Und du siehst auch, wenn du dir den Blattrand anschaust und insgesamt das Blatt, das ist gebuchtet und nicht gesägt, nicht so richtig aggressiv gesägt, sondern eher sanft gebuchtet. Ja, auch ein Wiesenbärenklau. Ja, und hier noch den letzten Wiesenbärenklau, dann höre ich auch auf, ich verspreche es. Der kommt jetzt gerade heraus, der ist noch zusammendrückt, der ist noch zusammen. Das schaut beim Riesenbärenklau, also bei der Herkulesstaude, die wir nicht angreifen wollen, auch so aus. Aber die hat teilweise dann schon hier auch viel gesägtere Blätter, das habe ich schon 100-mal gesagt, ich weiß, aber nur durch Wiederholung lernt man. Und das da ist jetzt der Blattstiel dazu, der da rauskommt. Ja? Oder der Stängel, oder nein, das ist der Blattstiel, der Stängel ist das noch nicht, das ist jetzt nur mal das Blatt, das einmal Photosynthese machen will. Das ist ein bisschen rötlich, aber es sind noch nicht so ganz viele kleine Punkte drauf. Also wie gesagt, es gibt hier eine eigene Lektion bei uns im Kräutermentor zum Riesenbärenklau, aber das jetzt so mal als erste Idee. Ja, dann werfen wir gleich einmal einen Blick auf den nächsten Doldenblüter, und den mag ich dir jetzt so in dieser Weise zeigen, nicht unten im Gebüsch sozusagen, sondern hier an der Stelle. Und da siehst du, es ist auch ein Fiederblatt, ja, zusammengesetztes Fiederblatt. Das ist aber viel feiner. Das ist nicht so grob und groß, so wie die Bärentatzen, der Wiesenbärenklau, sondern viel, viel feiner. Und wenn ich jetzt sowas sehe, dann denke ich immer gleich einmal in zwei Kategorien. Und zwar, das eine ist Wiesenkerbel, also eine Kerbelart, oder ein gefleckter Schierling. Gefleckter Schierling,
Zahnkalk, großes Problem, tödlich giftig, unangenehm, viel Gack und so. Ja? Wiesenkerbel, naja, ich meine, könnte man essen, könnte man verwenden und in der Notzeit wurde das auch gemacht. Ist aber auch immer wieder zu Vergiftungen gekommen, ja, muss man auch dabei aufpassen, dazu aber später. Und, aber sonst ist er eher nicht so ein Problem. Das hier ist jetzt ein Wiesenkerbel. Ja, schau dir mal die Blattstruktur an. Ja? Und wie gesagt, das ist nicht so einfach, wenn du noch nicht den Blick hast. Aber schau dir mal die Blattstruktur an. Die liegen sehr eng aneinander. Ja? Also die einzelnen Fiederblätter, also im erstes Glied, zweites Glied, im dritten Glied. Wenn du jetzt sagst, wovon spricht der Kräutermentor? Da wird das alles genau beschrieben. Ja, genau. Kommt noch im Kräutermentor-Programm. Also in der dritten oder vierten oder vielleicht sogar fünften Ordnung, das kommt jetzt drauf an, die sind doch dicht aneinander. Das schaut beim gefleckten Schierling, den wir uns übrigens auch noch einmal genauer anschauen in einer Lektion, doch anders aus. Doch anders aus. Und was ich auch sagen muss ist, wenn ich das jetzt rieche, riecht aromatisch und nicht unangenehm. Wir müssen, sage ich immer wieder, beim Bestimmen von Pflanzen auch ein bisschen andere Sinne einsetzen, außer das Auge. Und der riecht aromatisch. Das wäre beim gefleckten Schierling nicht so. Ich habe einmal gefleckten Schierling zerrieben in der Hand, abgesehen vom Geruch, der jetzt nicht so, das heißt immer, riecht nach Mäuseurin, der gefleckte Schierling. Weiß ich nicht, da ich selten an Mäuseurin schnüffle, weiß ich es nicht, aber es war kein angenehmer Geruch. Das andere war, dass ich den Pflanzensaft auf die Hände bekommen habe und ich habe mir das ganz schnell abwaschen müssen, weil es gebrannt hat. Weil die Giftstoffe auch über die Haut aufgenommen werden vom gefleckten Schierling. Da ist das jetzt hier nicht der Fall. Und das nächste ist, was auch sehr interessant ist, schau mal. Der hat eine Behaarung. Ja, der ist ganz deutlich behaart. Das ist beim gefleckten Schierling eher nicht so. Der ist richtig schön glatt. Ja, ganz glatt. Aber den schauen wir uns doch extra an. So. Aber es ist auf jeden Fall ein Wiesenkerbel. Warum? Ist kein Gartenkerbel. Gibt es ja auch, ne? Ein Gartenkerbel. Der Gartenkerbel, der ist geschmacklich als Würzkraut interessanter, aber der ist auch so lieb und nett und gebuchtet und komm und ich bin so lieb, ich bin ein Garten und das ist die wilde Form, die okay, also vielleicht ist auch das etwas sehr merkwürdig, was ich jetzt tue, also es ist würdig, dass du es dir merkst, das hier ist die, er ist nicht giftig, ja, aber ja, ist die aggressivere Form, ja, grob. Und das liebe, leichte, kerbelige, schöne, was wir übrigens auch in einer eigenen Lektion uns anschauen im Kräutermentor, den Wiesenkerbel und auch im direkten Vergleich dann, der ist eher sanfter und lieber und netter. Und du siehst jetzt schon, da gibt es bei den Doldenblüten hier jetzt doch eine gewisse Tendenz. Wenn wir zurückgehen zum Wiesenbärenklau und zum Riesen, also zur Herkulesstaude, zum Riesenbärenklau, der phototoxischen Pflanze, die ist auch so, aufpassen. Und sanft und lieb und nett und eher so bärentatzig, das ist unser Wiesenbärenklau. Und da jetzt beim Kerbel ist das genau dieselbe Geschichte. Wiesenkerbel und der liebe und nette und sanfte, das ist eher der Gartenkerbel. Aber gut, da haben wir ihn jetzt noch einmal. Präg dir das immer genau ein, schau dir das immer genau an. Ich weiß, dass das besonders am Anfang sehr schwierig ist und auch sehr schwierig, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, aber durch die Wiederholung lernt man. Also, Wiesenkerbel und jetzt geht's weiter. Ja, ich habe hier gleich das nächste Blatt für dich. Und zwar auch wieder so ein zusammengesetztes Blatt. Ist doch relativ groß. Und von einem Doldenblüter. Die Doldenblüter machen das sehr, 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 sehr gerne. Nämlich diese zusammengesetzten Blätter. Das ist nicht die einzige Pflanzfamilie, die das tut, aber sie tun das halt sehr gern. Ich habe den herausgerupft. Ja, da unten ist die Blattscheide. Das ist richtig schön rötlich und wenn wir den Stängel hinaufgehen, ja, also den Blattstiel hinaufgehen, dann sieht man auch da überall kleine rote Punkte, aber schaut doch irgendwie anders aus. Und was ist da? Schau da mal rein, schau mal rein. Siehst du diese Furche da? Ich knicke das jetzt da ab für dich, so, und ach, jetzt habe ich sie verraten, dass man sie essen kann, aber ist ja wurscht. Ja, da ist ein Loch, das ist hohl. Das ist hohl. Und das schaut aus wie ein Ö, ja, wie ein Ö, ja, das ist die Angelica silvestris, wenn man ein bisschen angeben will, sagt man wissenschaftlichen Namen, nein, Angelica, die Waldangelica silvestris, das ist die Waldengelwurz, das ist die Waldengelwurz. Das heißt, ich habe den auseinanderbrochen
und der ist innen hohl. Ja? Also ich mache das jetzt noch einmal mit dem Fingernagel. So. Und schau mal her. Das ist innen drinnen hohl. Dann habe ich hier oben diese Kerbe, diese Einbuchtung. Und das ist das Ö. Das heißt, oben die Buchtung und unten einen Kreis, also ein Ö. Und das ist typisch bei der Angelika. Es gibt zwei Arten von Engelwurz. Ja, es gibt die Arznei-Engelwurz und es gibt die Wald-Engelwurz. Gut, der Name ist Programm. Die Arznei-Engelwurz ist die, die mehr an Wirkstoff mit sich bringt und mehr hat. Aber die Wald-Engelwurz können wir genauso benutzen. Hängt jetzt darauf an, wo du sie findest. Ja, ist klar, logisch, Wald-Engelwurz klingt irgendwie so. Ja, und genau das ist es auch. Ja. Aber von der Bestimmung her gibt es da ein paar Unterschiede. Aber wenn du schon einmal erkennst, dass es eine Engelwurz ist, bist du schon dabei. Schauen wir uns das Blatt an. Es ist wieder ein zusammengesetztes Blatt. Und was da ist, schau mal hier. Ja, das kennen wir zum Beispiel auch vom Giersch. Du hast hier ein Endblatt und da sind zwei so kleine Nebenblätter drauf. Da ist das Nebenblatt sogar eingewachsen. Da steht es weg, da ist es eingewachsen. Das ist einmal ein ganz, ganz typischer Punkt zu dem Ö beim Blattstiel, das ich da gerade gezeigt habe. Was wir dann auch haben, ich zerfledert dir jetzt schon, wie du siehst, hier hinten sind auch rote Punkte, nämlich da, wo der Blattstiel rausgeht. Er ist, im Endeffekt sitzen diese Blätter, sitzend heißt das, sitzen also so gut wie fix an dem Blattstiel drauf. Das heißt, die haben keinen Stiel. Was hatten wir zum Beispiel beim Wiesenbärenklau? Da hatten wir diesen Stiel, den haben wir hier nicht und ja, so schaut das aus. Der Geruch ist aromatisch und ich muss ja dazu sagen, das hier, diese Stiele, sind sehr aromatisch. Wirklich extrem aromatisch. Und eines noch. Ein Hauptwirkstoff, den unsere Doldenblüten haben, das ist ein ätherisches Öl. Das ist auch das, wo man beim Fenchel, beim Anis die Wirkungen haben. Natürlich darf man eine Pflanze nie auf ihre Wirkstoffe, auf einen Wirkstoff reduzieren, das ist mir schon klar. Aber das ist so momentaner Wissensstand, das, was die Wirkung ausmacht und klingt ja auch plausibel. So, aber das hier, das kann man essen, aber pass auf. Also erstens, du musst es wirklich eins zu eins bestimmen können und zweitens, das ist wirklich intensiv. Man kann das hier in Zucker einlegen. Ja. Das heißt, du hast hier auf der einen Seite so ein bisschen Schärfe und Würze. Das ist wirklich scharf und würzig. Und die Süße dazu, also kannst du das in Zucker einlegen. Das ist eine interessante Sache. Du kannst sie auch als Würzkraut verwenden und es ist natürlich eine Arzneipflanze. Aber das würde jetzt zu weit gehen an dieser Stelle. Aber einfach so einmal als Idee. Das heißt, auch diese Blätter, die erinnern vielleicht ein bisschen an den Giersch, so ganz sanft an den Giersch. Sie sind lockerer, sie sind weiter auseinander und vielleicht ist dir etwas aufgefallen. Keine Behaarung. Ja, da jetzt zumindest ist überhaupt keine Behaarung. Sie sind richtig schön glatt. Bei glatten Doldenblütengewächsen muss man ja ein bisschen aufpassen. Du kannst dich noch erinnern. Der gefleckte Schierling, der ist auch glatt, aber hat ja so eine Blattstruktur. Nein, überhaupt nicht. Der hat diese Blätter, so wie wir es beim Wiesenkerbel gerade vorher gesehen haben. Und das hier ist viel sanfter. Du könntest die Wald-Engelwurz mit anderen Doldenblütern verwechseln. Da gibt es ja ein ganzes Pack voll. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering und auch nicht wirklich gefährlich. Also in dem Sinn haben wir die jetzt auch durch. Und jetzt schauen wir uns einen Exoten an. Wenn du mich und meine Giersch-Videos kennst und ich stehe auf Giersch, dann sage ich immer wieder beim Giersch, es gibt eine Verwechslung. Und zwar diese Verwechslung kann mit den Kälber, mit der Gattung der Kälberkröpfer kommen. Gattung, du weißt, Pflanzenfamilie, Doldenblütengewächse. Eine Gattung darunter, das sind alle Kälberkröpfe. Und dann gibt es jetzt zum Beispiel eben diesen Taumelkälberkropf. Dann gibt es einen Heckenkälberkropf, ist übrigens dasselbe. Dann gibt es einen Gold, einen aromatischen Kälberkropf. Dann gibt es einen Bachkälberkropf, aber dazu komme ich jetzt dann gleich. Und viele andere Arten rund um die Welt, um die nördliche Hemisphäre. Also Arten, das sind dann die Arten, das ist das dritte. Und dann gibt es da eigentlich auch noch Unterarten, das heißt zum Beispiel den Heckenkälberkropf. Und da gibt es eine Alpenausführung und eine Schweizer Ausführung. Also das kann man auch in die Tiefe gehen. Pflanzen ist die Familie. Die Gattung und die Art darunter. Ganz einfach. So. Und das hier ist eine eigene Gattung, diese Kälberkröpfer. Und die könnte man mitunter mit dem Giersch verwechseln. Ich meine,
alles ist möglich. Aber das hier, wenn ich dir das jetzt so zeige im Vergleich zum Giersch, eher nicht, ne? Eher nicht. Der ist viel tiefer gesägt hier und ich zeige dir dann nachher noch ein ganz wichtiges Bestimmungsmerkmal. Aber das ist ein Kälberkropf, das ist der Bach-Kälberkropf, ja? Wobei da gibt es auch viele unterschiedlichste Namen, deswegen blende ich dir auch den wissenschaftlichen Namen ein, weil die nämlich sehr variieren und auch, wie soll ich sagen, nicht allzu bekannt in der Botanik sind oder bei den Laienbotanikern, muss man dazu sagen, so wie ich einer bin. Aber ich habe jetzt einmal die Hinterseite dir hergedreht. Das siehst du jetzt in der Kamera vielleicht nicht so toll, wie ich das sehe, aber die glänzen, das ist richtig fettig, das ist richtig glänzend. So matt glänzend. Also jetzt nicht Hochglanz, sondern so ein bisschen matt und glänzend. Ja. Und das ist einmal ein ganz wichtiges Bestimmungsmerkmal. Ich meine, bei dem ist es jetzt so, dass ich sogar eine Blüte habe. Und bei den Doldenblütern ist es ja so, dass wir mit der Blüte und mit den Hüll- und mit den Hüllchenblättern die Bestimmung machen. Das kommt auch im Kräutermentorprogramm vor. Also wenn du dabei bist, dann kriegst du diese Information noch. Ganz klar, das tun wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt nicht über das bestimmen, das wäre viel zu einfach. Sondern wieder über das Blatt. Es schaut eher petersilienmäßig aus, nicht ganz, aber so in diese Richtung. Ja. Es schaut aus wie ein Kerbel, gell? Aber nicht so dicht. Den könnte man mitunter mit dem Gartenkerbel, ja, mit dem Gartenkerbel verwechseln. Ja, bei dem ist es jetzt so, dass die Verwechslungsgefahr unangenehm nicht wirklich ist, weil dieser Bachkälberkropf keine giftige Eigenschaft hat. Der Taumelkälberkropf, der Heckenkälberkropf, ist ein bisschen giftig, sagt doch der Name Taumel. Es heißt, ich habe das selbst noch nicht ausprobiert, dass Rinder, die den fressen, zu Taumeln anfangen, weil der auf das Nervensystem angreift. Ich glaube, es ist irgend so ein Pseudo-Alkaloid, das da angreift und sie ein bisschen high macht. Bei Menschen, da die Dosis zu schaffen, ist doch einiges, so eine Kuh frisst doch einiges. Da muss man erstmal hinkommen. Natürlich wollen wir das ausschließen. Aber der Heckenkälberkropf, der ist nicht so gut gesägt. Ja? Aber bei dem hier, also nicht so tief eingebuchtet, der ist eher Giersch-ähnlich. Aber auch das werden wir uns, in der nächsten Zeit anschauen. So, das könnte man mit dem Kerbel, mit dem Gartenkerbel verwechseln. Aber dreh es um. Das hier, jetzt sieht man es besser. Dieses glänzende, aber matt glänzende, das ist für dich ein ganz wichtiges Bestimmungsmerkmal. Vom Geruch her, der riecht auch extrem aromatisch. Also das mit dem Kerbel auseinanderzuhalten, geht hier leider nicht. Es gibt aber einen Kälberkropf, nämlich diesen Taumelkälberkropf, über den ich jetzt schon gesagt habe, mit dem Giersch-Verwechslung. Der riecht unangenehm. Der hat so einen petroleummäßigen Nachgeruch. Den hat der nicht. Der ist richtig aromatisch und angenehm. Es gibt auch den Goldkälberkropf, der riecht auch ein bisschen unangenehm. Aber auch das mal an einer anderen Stelle. Ja. Also haben wir auch den Kälberkropf gesehen. Und zu guter Letzt mag ich dir natürlich jetzt nochmal nur zum Drüberstreuen den Giersch zeigen. Also wenn du dir das jetzt so ankerst und dir überlegst, was da so abläuft, dann wirst du sehen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Also das ist wirklich eine ganz andere Geschichte. Die sind zwar leicht gesägter Blattrand, aber die sind nicht eingefurcht. Das ist ein zusammengesetztes Blatt, aber, und jetzt schauen wir mal, das erste Glied, das zweite und fertig. Ja, okay, es kann hier noch ein drittes Glied, das können wir noch dazu sagen, aber da ist nicht allzu viel los. Das ist unser Giersch. Und der Taumelkälberkropf ist ähnlich, ist aber tiefer gesägt und hat auch auf der Rückseite dieses glänzende, glänzend matte und riecht halt nicht so gierschig, der riecht halt schon sehr gierschig. Aufpassen, wenn der Giersch älter wird, dann wird sein Geruch auch unangenehmer, wie ich zumindest meine. Und ja, aber da wollen wir ihn dann sowieso nicht mehr verwenden, wir wollen ihn ja frisch mampfen. Ja, das war jetzt wieder der kleine Spaziergang hier. Und eines noch, bei den Doldenblütengewächsen wirklich, wirklich gut aufpassen. Habt eine konstruktive Paranoia, da kann wirklich viel passieren. Und ich mag dich auch einladen, dass du bei uns beim Kräutermentor-Programm dabei bist. Ich gebe da unten den Link. Schau, ob es aktuell wieder geöffnet ist und vielleicht gibt es auch eine Probieraktion. Wenn er geschlossen ist, trag dich bitte in die Warteliste ein. Und wenn er dann wieder offen ist, kannst du dabei sein. Denn was ist der Kräutermentor? Das ist einerseits genau das, was ich dir da jetzt zeige, nämlich Pflanzen gemeinsam mit dir bestimmen. Und ich sage dir, wie du sie bestimmen kannst,
und auch wie du sie nutzen kannst. Da haben wir ganz viele Videos, wo wir zeigen, wie man das einsetzt. Ja. Und auf der anderen Seite, wir sind für dich da, ich bin für dich da. Es gibt dort eine eigene E-Mail-Adresse, du kannst uns da Bilder schicken und wenn du zum Beispiel bei den Doldenblütengewächsen unsicher bist, dann helfen wir dir aus der Patsche. Und ich glaube, dass diese Kombination ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also wenn du dabei sein willst, ja, dann schau dir das ganz einfach unten an, schau, ob er offen ist. Und ja, Plätze sind halt immer limitiert, eh ganz klar. Das war's an der Stelle. Ich sage danke, mag dir mal Daumen nach oben oder nach unten bitten und einen Kommentar. Wie kennst dich du mit den Doldenblütengewächsen aus? Wie siehst du das? Ja, das wäre sehr, sehr nett. Und ein letztes Wort der Warnung. Ich sage es nochmal, bitte. Bei den Doldenblütengewächsen wirklich aufpassen. Da hat man immer das Gefühl, ich will alles lernen, 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 lernen. Das kannst du bei anderen Pflanzenfamilien machen. Bei den Doldenblütern geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität deiner Bestimmungsfähigkeiten. Vergiss es nicht. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, Glocke drücken nicht vergessen, damit du die neuen Videos hier am Kanal kriegst, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Kräuterminter-Programm. Sei dabei, es lohnt sich wirklich. Dein Reini Ross von den Kräuterminter. Bis bald, ciao.